Hallöchen, meine lieben Freunde, und willkommen zurück zu Nightmares Freunde Dieb 2, der Gesang der Sirene. Immer noch am Scheiterrätsel, also Schädelrätsel. Und ja, wir müssen es auch lösen. Also auf die normale Art. Und dann muss ich schauen, wie. Ah, da war es doch. Da haben wir es doch. Und das Tor ist sofort offen. Ich habe auch wirklich nichts übersehen. Wie gesagt, gibt es ein Guide-Video. Wenn ich irgendwas übersehen sollte. Die Sache ist abgebrannt. Ohne eine weitere Frage werde ich den Weg nicht in der Dunkelheit finden. Was haben wir hier? Eine Popanflasche. Und ich schaue trotzdem, ob ich hier irgendwas anklicken kann, das vielleicht ein Seepferdchen triggern kann oder so. Nö. Können wir nochmal zurückgehen zur Küche hier. Okay, das hat anscheinend gereicht. Okay. Und jetzt müssen wir laut der Karte hier hin. Wahrscheinlich wegen dem hier. Was auch immer da Öl zu suchen hat. Oder Teer oder keine Ahnung was es ist. Wer Teer? Das war jetzt aber nicht alles, oder? Und da haben wir aus einem Baseballschläger eine Fackel gemacht. Wow. So. Okay. Weil jetzt schaue ich mir mal den Eintrag hier an. Finde den Weg durch das Labyrinth. Vor mir liegt ein Labyrinth dunkler Höhen und Gänge, welches zum Schiffsfriedhof unter dem Leuchtturm des Bürgermeisters führt. Ich brauche eine Karte und eine Lichtquelle, wenn ich mich nicht verirren will. Scheinbar kann man sicher durch das Labyrinth gelangen, wenn man den richtigen Symbolen an den Wänden folgt. Aber ich sage jetzt mal nicht, dass ich hier dieses Quadrat sehe. So. Ja, okay, ich habe nur das Symbol. Und hier ist das Symbol, das ist gar nicht mit drauf, also das hier. Okay, noch ist richtig. Jetzt habe ich nicht aufgepasst, ob hier irgendwie eine... Ja, Dings... Ein Seepferdchen oder eine Krake oder sowas. Ich glaube, dass hier in diesem Labyrinth keins ist. Wenn, wie gesagt, wenn doch, dann werde ich das nachholen, versprochen. Friedhofswärter. So, jetzt schaue ich erstmal wieder. Hier ist der Papagei schon mal. Da ist die Krake. Lass mal kurz schauen, ob ich hier irgendwie ein Seepferdchen triggern kann. Mary war nicht wählerisch. Er griff alle Schiffe an, die an Kingsport vorbeikamen. Ja. Piraten sollten auch nicht wählerisch sein, finde ich jetzt. Ich klicke jetzt nur ein bisschen rum, damit ich vielleicht das Seepferdchen triggere.
Okay, da brauche ich... Kann ich das hier nutzen? Nein, natürlich nicht. Sonst ist hier nichts mehr zum Triggern. What a stroke of luck. I could have been the one to receive shock treatment. Yep, allerdings. Das scheint direkt mal zu sein. Ich sollte besser vorsichtig sein. Okay. Weil ich glaube nicht, dass ich damit den Haken nutzen kann, oder? Nein. Kann ich auch mit den Haken da nicht aufmachen, oder? Natürlich nicht. Ja, ich bin schon richtig. Wenn sie darf, wenn sie nicht mehr mit dem Haken geschossen. Vielleicht mit dem Messer? Ist hier sonst noch irgendetwas, was ich angucken könnte? Ah! Da war was gewesen. Wird wahrscheinlich auch wieder ein Rätsel sein. Ah, das macht sie von alleine. Okay, gut, gut. Okay. Überlade den Verteilerkasten, indem du die Knotenpunkte so drehst, dass der Strom durch die Kabel zum Leuchten fließen kann. So etwa... Das ist schon mal richtig. So. Fertig. I managed to overload the grid. Yeah. So, dann können wir ohne Gefahr das jetzt auch anfassen. I knew you'd manage your way through the labyrinth. This here is the shipwreck cemetery. You'll have to make your way through this horrifying graveyard of Murray's dirty deeds over the centuries. The prison where Calliope is being held is in the base of the lighthouse. But our work's not done once you save her. We need to open the cursed chest in which Murray hid the source of her power over the Kraken. But I don't know where the chest is. You don't say. You found it. That's amazing. I'll secure the chest and bring it here before Murray finds out. One more thing. I heard some Praetorians talking about vengeful ghosts lurking around the hulls. Be careful. We'll see each other soon. Okay, der verschwindet auch wie so ein Geist. Der Pirat wollte das Schiffsfriedhof verlassen, aber der Zaun hat ihn den Gar ausgemacht. Jep, in der Tat. Ja, da haben wir schon so einen Geist. You'll pay for what you did to us, Murray. Ja, wir sind aber nicht Murray, du Blindfisch. Das war jetzt wieder ein Fall für die Geisterakte oder Para Inc. Definitiv. Sonst ist hier nichts, auch der Schlauch hier noch. Okay, ich glaube, mehr können wir jetzt hier gerade nicht machen, müssen wir uns... Benzin holen. Ja, erstes so aufmachen.
Also, ich habe jetzt darauf gewartet, dass der Schlauch wieder leer wird, aber... Okay. Okay. Da ist ein Krake. Wo ist der Papagei? Wo ist der Papagei? Na komm schon, zeig dich. Komm schon, es muss hier einen Papageien geben. Oder ein Seepferdchen. Alle Seepferdchen, Freunde. Wir haben alle Messing-Seepferdchen gefunden. Aber ich will jetzt ja auch hier nicht die ganzen Papageien verpassen hier. Also ich habe bis jetzt keinen gesehen. Die zeigen sich aber eigentlich recht flott. Okay, so geht's wahrscheinlich nicht. Sonst brauchen wir irgendeinen Griff oder sowas. Und hier fehlt auch noch was. Mit Uhrzeigern wäre sie nützlicher. Definitiv, ja. Repariert die Uhren. Ein Blick auf die Uhren sagt mir, dass es sich dabei um keine gewöhnliche Uhren handelt. Ich sollte dieses Rätsel lösen, aber ein Zifferblatt und einige Zeiger fehlen. Bevor ich mich ans Lösen des Rätsels mache, sollte ich jedoch herausfinden, welche Uhrzeit hier einzustellen ist. Finde einen Weg durch den Schiffsfriedhof. Ich stehe mitten der Wracks geänderter Schiffe, welche Beweis für Bürgermeister Murrays Untaten über die Jahrhunderte sind. Über den Schiffsfriedhof ragt der Leuchtturm auf, in dem die Sirene gefangen gehalten wird. Ich muss durch die Wracks und Hindernisse zum Fuß des Leuchtturms gelangen, bevor uns die Zeit ausgeht. So, aber ich sehe wie gesagt immer noch hier keinen Papagei. Wenn einer hier sein sollte, dann ist er sehr gut versteckt oder nicht besonders groß. Ich habe keinen gesehen. Da glaube ich, braucht man ein Seil. Zum Beispiel finden, um den Schiffswrack hochzuklettern. Ja, da haben wir noch nichts. Da haben wir jetzt aber ein Wimmelbild getriggert. Okay. Und erkennt hier, dieses Bild hier macht mal da Vollbild bei der Szene. Diese Frau hier, das ist die Frau, die wir bei Enigmatis 1 vermisst in Mibble Creek finden sollten. Das ist ein kleines Enigmatis Easter Egg. Definitiv. Also wie gesagt, ich sehe hier leider keinen Papageien. Murray, you've sentenced us to death at the hands of your Praetorians. Okay. Panzerklasse, ich kann es nicht zerbrechen, wohl aber schneiden. Okay. Da ist wieder ein Krake. Deswegen ist es hier irgendwo ein Papagei. Wo bist du? Du mieser kleiner Vogel. Wo bist du? Da muss ich noch was freimachen. Komm schon, wenigstens hier ein Papagei, Leute.
Ich meine, alle Messing-Seepferdchen habe ich ja. Die sind auch schwer versteckt, die Papageien. Mal sind die ganz leicht zu sehen. Und mal ganz schwer. Ich muss irgendwie das Funkgerät anschalten, um das Schiff kontaktieren, was in Richtung King's Mouth segelt. Ja, okay, das kennen wir auch irgendwie aus einem Enigmatis-Teil, glaube ich. Okay, das Kabel verschwindet mal hier oben. Das kommt hier hin. Das kommt... Nee, doch nicht dahin. Aber es muss hier ein Muschelteil geben. Vielleicht das hier. Der schaut dem schon ähnlich, ja? Okay, das ist schon mal richtig. Das Grüne müssen aber eher die Scheren sein. Also ich glaube, dass das hier richtig ist. Aber da fehlt noch was. Das ist nicht so einfach, wie es ausschaut, meine Lieben. Ja, dann machen wir mal kurz das andere. Gelb ist ja der Kopf. Da stimmt schon mal. Wow, es ist echt nicht leicht. Wir sind noch in der Zeit. Gut, gut. Muss ich schauen. Wo da das Unterteil noch ein bisschen mit dabei ist. Okay, das ist auch schon mal richtig. Gut, gut, gut. Bloß mit Gelb und Grün bin ich halt noch nicht zufrieden. Okay, Gelb habe ich jetzt auch. Jetzt kommt bloß noch Grün. Jawohl. Mayday! This is the captain of the Albatross, Mayday! The tides carried us near some forsaken island on the Caribbean Sea. You, do you hear me? We've established a connection. At last, call the Coast Guard. We need help. Our hull is badly damaged, and it looks like something has broken our propeller. Some passengers claim to see something unusually large beneath the surface. Everyone is scared. Without the propeller, we're stuck here and we don't know what's going on. We have wounded on board. Signal for help.
Mayday. Oh my. The Kraken has already stopped the ship. It won't be long before Murray will try to attack and rob the ship. I have to hurry. Das stimmt allerdings. Haben wir noch eine Dublone und einen Diamanten. Da können wir wahrscheinlich hier das Glas schneiden. So, aber wie gesagt, ich habe hier leider keinen Papageien gesehen. Nochmal den Blick wandern lassen. Doch, da ist einer, oder? Oder war das jetzt bloß so... Hier sieht es aus, als wäre hier ein Schemen von dem Papagei. Naja, egal, Freunde. Dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal bei Nightmares von Runde Deep 2. Tschüss.